Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Diskussionsrunde. Ich bin Marc Brost. Ich bin Tina Hildebrandt und zusammen leiten wir das Hauptstadtbüro der Zeit in Berlin. Und wir werden Sie in den kommenden 60 Minuten durch unsere Diskussion führen. Deutschland vor der Wahl ist unser Thema. Wir haben die wichtigsten Politiker der wichtigsten Parteien hier und wir werden für Sie nochmal Themen und Programme abklopfen. Wir werden reden über Bildung, über Mieten, über soziale Gerechtigkeit und auch über die Dieselaffäre. Wir werden aber auch darüber reden, welches Thema eigentlich in diesem Wahlkampf noch gar nicht zur Sprache gekommen ist. Und weil, bei aller Vorsicht mit Prognosen, wahrscheinlich keine Partei am Wahlsonntag die absolute Mehrheit erhalten wird, werden wir auch darüber reden, wer nach dem Wahltag eigentlich mit wem koalieren könnte und wer mit wem eigentlich überhaupt nicht zusammenkommen will. Ich habe gesagt, wir haben die Spitzenkandidaten der wichtigsten Parteien da, deswegen begrüßen wir sie jetzt mal nacheinander. Und ganz herzlich bitte ich Sie zu begrüßen, die Spitzenkandidatin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Das ist nicht Katrin Göring-Eckardt, aber das ist Katrin Göring-Eckardt. Frau Göring-Eckardt. Wir wissen, ob das klappt. Also so. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Ich weiß im Augenblick von vielen Kollegen, grünen Kollegen Ihrer Partei aus der Fraktion, dass Sie ganz aufgeregt schauen auf die Umfragen, aber eben vor allem auch ganz aufgeregt auf die Frage, ob der eigene Listenplatz denn für den Einzug in den Bundestag reicht. Sie kandidieren auf der Liste in Thüringen, da sind die Grünen traditionell immer etwas schwächer als im Bundesdurchschnitt. Wie ist es denn bei Ihnen? Werden Sie im nächsten Bundestag sicher drin sein? Ja, also ich gucke nicht aufgeregt auf den Listenplatz. Ich habe ja den ersten, das ist ganz praktisch und in allen Bundestagen seit der Friedlichen Revolution war eine Grüne aus Thüringen. Noch vor kurzem sagte die Kanzlerin ja, das war Anfang des Jahres, dieser Wahlkampf werde der schwerste Wahlkampf seit Jahrzehnten. Und jetzt hat man den Eindruck, es fällt alles ganz leicht. Wie konnte das passieren? Finden Sie, ich finde nicht, dass es ganz leicht fällt. Ich finde, es ist in der Tat ein schwieriger Wahlkampf, weil man hat nichts, was man gewohnt ist. Es gibt irgendwie nicht zwei Lager, sondern es kommt auf die kleinen Parteien an. Wir haben einen Wahlkampf und ich habe das selber im Bundestag gespürt bei der letzten Sitzung, die wir diese Woche hatten. Wir wussten alle, in den nächsten Bundestag wird eine Partei sitzen, die mit Rassismus Wahlkampf macht, die Hass und Hetze sät und dass wir die Demokratie bewahren müssen in dieser nächsten Legislaturperiode und dass es ganz andere Auseinandersetzungen geben wird, das treibt mich schon sehr um. Ich finde das alles andere als langweilig oder schon entschieden. Auch darüber werden wir in den nächsten 60 Minuten reden. Katrin Göring-Eckardt, meine Damen und Herren. Hallo, guten Abend. Ja, meine Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt mit mir zusammen den ersten Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz. Hallo Herr Scholz, schön, dass Sie da sind. Sie sind fast sowas wie ein Hausherr hier. Sie sind aber auch stellvertretender Bundesvorsitzender Ihrer Partei. Wo werden Sie denn sein am Wahlabend? In Berlin. Und haben Sie schon ausgeknobelt, wer vor die Presse tritt und vor die Öffentlichkeit und das Wahlergebnis als erster kommentiert? Martin Schulz wird seinen Erfolg bejubeln und wir werden klatschen. Dann sind wir sehr gespannt, wie das Ergebnis ausfällt. Ich darf Sie bitten, neben Frau Göring-Eckardt Platz zu nehmen bzw. sich zu platzieren. Unser nächster Gast, meine Damen und Herren, galt Anfang des Jahres als fast sichere Wahlverliererin. Und dann war Ihr Wahlsieg der Start zum politischen Comeback der CDU auf Bundesebene. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich die Ministerpräsidentin des Saarlands, Annegret Kramp-Karrenbauer. Frau Kramp-Karrenbauer, auch an Sie die Frage. Angela Merkel hatte Anfang des Jahres, als die Umfragen auch ein bisschen diffiziler waren, Angst vor einem schweren Wahlkampf. Es sollte der schwerste Wahlkampf seit Jahrzehnten werden. Nun läuft es zumindest für Merkel recht leicht. Was glauben Sie, wie oft hat sich die Kanzlerin inzwischen bei Horst Seehofer bedankt, dass er die Flüchtlingspolitik nicht mehr thematisiert? Zuerst einmal, es ist kein leichter Wahlkampf, denn es geht darum, bei einer vergleichsweise oder augenscheinlich leichten Situation zu mobilisieren. Das ist fast schwerer, als wenn es sozusagen eine enge Situation gibt. Und wir sind zwischen CDU und CSU nicht immer einer Meinung, aber oft einer Meinung. Und dass das jetzt im Wahljahr so der Fall ist, das ist ganz okay. Und was erwarten Sie sich von unserer heutigen Runde? Ja, dass die Unterschiede noch mal deutlich werden in den einzelnen Positionen. Ich hoffe, dass wir auch zu Themen kommen, die zum Beispiel beim Fernsehduell keine Rolle gespielt haben. Und insgesamt ein interessantes Gespräch, vor allen Dingen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann schauen wir, meine Damen und Herren, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ja, als Nächsten begrüßen wir Wolfgang Kubicki, den Fraktionschef der FDP in Schleswig-Holstein. Auch er ist stellvertretender Vorsitzender seiner Bundespartei. Hallo Herr Kubicki. Ja, nach Berlin wollten Sie eigentlich nie, haben Sie gesagt. Nun sind Sie bald da. Als was dürfen wir Sie uns denn da vorstellen? Vielleicht als Minister? Zunächst einmal als Wolfgang Kubicki. Also das reicht, meinen Sie? Wird sich nicht ändern. Und alles Weitere sehen wir nach der Wahl. Also es macht ja keinen Sinn, über Dinge zu spekulieren, bevor die Wahl gelaufen ist. Es gab ja die Einschätzung, dass es ein Fehler war in der letzten Regierung, an der Sie beteiligt waren, dass Sie nicht das Amt des Finanzministers besetzt haben, sondern stattdessen Guido Westerwelle das Außenministerium übernommen hat. Wie denken Sie darüber? Ja, zunächst war ich an der letzten Regierung nicht beteiligt, deshalb ist sie gescheitert. Deswegen ist sie auch gescheitert, genau. Das dachte ich mir, dass Sie das sagen. Sie müssen sehen, die Partei hat sich komplett geändert. Bis zum Jahr 2013 war ich der Quartalsirre aus dem Norden. Jetzt bin ich Stellvertreter der Bundesvorsitzenden der FDP mit 90% Zustimmung. Da ich mich nicht geändert habe, muss die FDP sich geändert haben. Man kann sich darauf verlassen, dass das nach dem Wahltag jedenfalls nicht so wieder wird wie nach 2009. Wir werden dann sehen, wie weit Ihre Läuterung fortgeschritten ist. Ich darf Sie bitten, neben Herrn Scholz sich aufzustellen. Darf ich neben Frau Kamp-Karrenbauer stehen? Weil Entschuldigung, natürlich. Unser fünfter Gast, meine Damen und Herren, ist Talk erfahren und Politik erprobt. Und trotzdem ist sie die einzige unter unseren Gästen, die noch nie regiert hat. Ob sich das je ändern wird, darüber wollen wir auch jetzt sprechen mit der Spitzenkandidatin der Linken, Sarah Wagenknecht. Frau Wagenknecht, hallo. Eigentlich wollte ich Sie fragen, was Sie von unserer Runde heute erwarten. Das habe ich gerade auch Annegret Kramp-Karrenbauer gefragt. Aber ich frage was anderes. Was erwarten Sie heute von Olaf Scholz? Oh, ja, wir können gern wieder über Verschwörungstheorien diskutieren. Das haben wir ja letztens mit großer Spannung getan. Aber vielleicht auch lieber darüber, was man tatsächlich ändern kann, um bestimmte Missstände abzustellen. Das wollen wir machen in den nächsten 60 Minuten, meine Damen und Herren. Sarah Wagenknecht, bitte. So, jetzt fehlt nur noch einer und nicht zum Schluss, sondern zum krönenden Abschluss begrüßen wir den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Herr Herrmann, herzlich willkommen. Sie sind Spitzenkandidat Ihrer Partei, das heißt, Sie werden dann auch nach Berlin umziehen. Werden Sie da als personifizierte Obergrenze wirken? Das erwarten ja viele. Nun, das ist ein wichtiges Thema in der Tat, dass sich eine Situation wie im Herbst 2015 nicht wiederholte. Das steht ja auch im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU. Aber ansonsten stehe ich vor allen Dingen auch für eine konsequente Politik der inneren Sicherheit. Bayern ist seit vielen Jahren schon das sicherste aller Bundesländer. Und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass es in ganz Deutschland noch ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Über 2015 werden wir sicher auch noch reden. Ich darf Sie bitten, an dem Tisch ganz links Platz zu nehmen. So, und wir sortieren uns jetzt hier ein und wollen die Diskussion in den kommenden 60 oder jetzt sind es noch 55 Minuten, wie gesagt, gerne in zwei Teile splitten. Auf der einen Seite reden wir über Inhalte und dann am Schluss über Koalitionsfragen. Bezogen auf die Inhalte, die Frage an Herrn Herrmann. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass es Deutschland für einen kontroversen Wahlkampf einfach zu gut geht, oder? Also meistens wird ja der CSU eher vorgeworfen, dass wir allzu heftig an mancher Debatte beteiligt werden. Ausgerechnet mir die Frage zu stellen, ob es zu langweilig ist in diesem Wahlkampf. Ich glaube, wir tragen jedenfalls dazu bei, sehr konsequente, klare Positionen zu vertreten. Daran mangelt es in Bayern nicht, daran mangelt es in der CSU nicht. Ich habe gerade zum Beispiel die innere Sicherheit angesprochen. Ohne Herrn Scholz zu nahe treten zu wollen, aber zum Beispiel, wenn man hier nach Hamburg kommt, wenn ich mir die Statistik anschaue, die Kriminalitätsziffer pro 100.000 Einwohner ist in Hamburg doppelt so hoch wie in München. Deswegen sage ich, ja, wir müssen schon darüber reden, wie sicher wollen wir in unserem Land leben. Ich glaube, wenn die Menschen nach München kommen, stellen sie fest, ja, das ist ein auch im internationalen Maßstab erfreulich hohes Maß an Sicherheit. Das ist eines der Themen, nicht das alleinige. Wir sind das Land mit der niedrigsten Arbeitslosenquote insgesamt.
insgesamt können CDU und CSU feststellen, seitdem CDU und CSU in 12 Jahren jetzt regieren, hat sich die Arbeitslosenzahl in Deutschland halbiert. Okay, darauf kommen also, wir alles da noch. Da gibt viele klare Themen. Sind die Zahlen, das sind die Indikatoren. Ist die Frage immer, das war am letzten Sonntag auch das Thema, welche Fragen stellen denn die Moderatoren? Und deswegen stellt der Moderator, Herr Herrmann, jetzt eine Frage, die sich bezieht auf die Zahlen, die Sie auch gerade genannt haben. Denn wir haben ja zwei interessante Entwicklungen im Land. Wir haben auf der einen Seite, seit die Kanzlerin regiert, seit 2005, ein steigendes Bruttoinlandsprodukt bzw. einen steigenden Wohlstand im Land. Und gleichzeitig ist die Ungleichheit im Land größer geworden. Frau Annegret Karrenbauer, Ministerpräsidentin des Saarlands, wie wollen Sie denn die Ungleichheit im Land bekämpfen? Also zum einen muss man feststellen, dass der Befund stimmt, was Sie gesagt haben, dass das Bruttoinlandsprodukt gewachsen ist. Und das ist sozusagen die Grundlage, die man erst einmal erwirtschaften muss, die man auch für die Zukunft erhalten muss und ausbauen muss, um überhaupt in Umverteilung reden zu können. Zum Zweiten ist der Befund, dass sozusagen insbesondere die Mitte unter Druck geraten ist, eben statistisch nicht belegt. Wir haben einen stabilen Anteil der Mittelschicht, das sagen uns alle Daten und Fakten. Und deswegen ist für mich die entscheidende Frage in diesem Wahlkampf, wie gehen wir mit den Zukunftsentwicklungen um, denen wir uns stellen müssen, damit die wirtschaftliche Kraft in diesem Land so groß bleibt, damit wir Möglichkeiten haben, dort, wo es noch Handlungsbedarf gibt und Ungerechtigkeiten, und ja, die gibt es natürlich auch in unserem Land, damit wir auch die Mittel, die Finanzmittel, die Kraft haben, um dort investieren zu können. Aber zuerst muss erwirtschaftet werden, dann kann verteilt werden. Und diese Frage gehört in den Mittelpunkt des Wahlkampfs. Und Frau Göring-Eckardt hat schon den Kopf geschüttelt. Ja, weil, ich meine, wenn es allen durchschnittlich gut geht, dann heißt es ja immer, dass es auch einer bestimmten Anzahl, und die ist relativ groß, in diesem Land nicht gut geht. Und ich finde, da kann man auch nicht drüber hinwegreden. Jedes fünfte Kind in unserem Land lebt in Armut. Und wir wissen alle, das heißt nicht nur Armut an Geld, das heißt auch Armut an Chancen. Die Armut wird vererbt, die Chancenarmut wird vererbt. Die haben niedrigen Schulabschluss, die haben wenige Chancen dann am Arbeitsmarkt. Und wir haben gerade ja erfahren, dass 40% der Erwerbstätigen keinerlei Steigerung ihres Einkommens haben, inzwischen über sehr viele Jahre. Und da, finde ich, kann man nicht einfach drüber hinwegsehen und drüber hinwegreden, dass es irgendwie allen gut geht, sondern ich möchte gern, dass gerade die Leute mit den unteren Einkommen, die Pflegerin, auf die wir angewiesen sind, die Erzieherin, die wir dringend brauchen, die Grundschullehrerin, die müssen mal zu einem anständigen Einkommen kommen, die müssen zu einer anständigen Art, wie sie arbeiten können, kommen. Wir erleben Pflegerinnen, die sagen, wir können nicht mehr, wir brauchen wenigstens ein paar mehr Kräfte und dann auch ein bisschen mehr Gehalt, dass sich am Schluss auch noch die Altersarmut gerade bei den Frauen winkt. Und ich finde, darüber können und sollten wir nicht hinwegsehen. Aber wenn ich gerade da einhaken darf, nur ganz kurz. Ich habe an keiner Stelle gesagt, dass sozusagen in Deutschland alles gut ist. Natürlich gibt es Handlungsbedarf, aber man muss die Sachen sehr nüchtern und auch sehr realistisch betrachten. Eine Grundschullehrerin mit dem Gehalt in Deutschland als Beamtin, sozusagen als untere Einkommensgruppe und Niedrigverdiener zu bezeichnen, das ist schon weit hergeholt. Das ist insbesondere im Pflegebereich. Einen Bedarf gibt, den Pflegeberuf generell besser auszustatten, besser zu bezahlen und vor allen Dingen, dass wir mehr Pflegekräfte in diesen Bereichen brauchen, das ist vollkommen unstreitig. Auch aber dazu müssen wir im Wahlkampf reden, aber dazu brauchen wir eben auch finanzielle Mittel und diese finanziellen Mittel kommen aus Steuermitteln und diese Steuermittel müssen zuerst einmal erwirtschaftet werden und deswegen bleibe ich dabei, zuerst erwirtschaften, dann verteilen, das ist die richtige Reihenfolge, auch in einer sozialen Marktwirtschaft. Lassen Sie uns versuchen, Herrn Scholz ins Spiel zu bringen. Lassen Sie uns versuchen, Herrn Scholz ins Spiel zu bringen, dessen Partei ja das Soziale im Namen trägt. Herr Scholz, wir haben über Geringverdiener gesprochen. Für keine Gruppe lohnen sich Gehaltserhöhungen im Augenblick so wenig wie für Geringverdiener. Was können Sie dagegen tun? Man kann dafür sorgen, dass für all diejenigen, die wenig verdienen, der Soli abgeschafft wird, auch bis in die mittleren Einkommen hinein. Man kann dafür Sorge tragen, dass wir eine Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen schaffen. Und man kann dafür Sorge tragen, dass es gut bezahlte Arbeit gibt, dass wir in diesem Land für 4 Millionen Männer und Frauen eine Gehaltserhöhung organisiert haben, indem wir den Mindestlohn eingeführt haben, ist ein Zeichen dafür, dass nicht alles so perfekt läuft, wie es sich der ein oder andere vorstellt. Und deshalb glaube ich, muss man immer beides sagen, wenn man verstanden werden will und glaubwürdig bleiben will. In Deutschland geht es wirtschaftlich sehr gut. Ich glaube, dass ich sagen kann, das hat auch was damit zu tun, dass seit 1998 daran 7 Jahre ein sozialdemokratischer Kanzler, 11 Jahre sozialdemokratische Wirtschaftsminister und 15 Jahre sozialdemokratische Arbeitsminister mitgewirkt haben. Aber gleichzeitig glaube ich eben auch ganz fest, dass wir
über die Köpfe vieler Bürgerinnen und Bürger hinwegreden, wenn wir den Eindruck erwecken, das sei für alle gut. Und das ist ein Phänomen, das ja nicht nur bei uns in Westeuropa und in Deutschland stattfindet, das sehen wir auch in Nordamerika, das sehen wir in Japan, das sehen wir in Australien zum Beispiel. Und das führt dann zum Beispiel zu sowas wie Trump wählen, weil immer über die Köpfe der Leute hinweg geredet wird. Und deshalb müssen wir es hinkriegen, stolz zu sein auf das wirtschaftlich Geleistete, sehr ernsthaft zu diskutieren, wie wir sicherstellen können, dass wir diesen Stolz auch noch in 10, 20 und 30 Jahren vermelden können, weil wir die wirtschaftlichen Grundlagen gesichert haben, aber auch sicherzustellen, dass alle klarkommen. Und das gilt nicht für alle in unserem Land und ist ein Thema für die politische Debatte und für die Politik. Wir möchten auf ein Thema kommen, das auch mit Gerechtigkeit zu tun hat. Frau Kramp-Karrenbau hat schon die Grundschullehrerin angesprochen. Alle Parteien sagen, Bildung ist ganz wichtig. Alle haben es in ihren Wahlprogrammen. 60% der Bevölkerung sagen, das ist uns das wichtigste Thema. Und trotzdem, wenn man in manche Schulen kommt, besonders in Berlin, wo wir herkommen, da können einem die Tränen kommen. Da trainieren die Kinder zu Hause nicht aufs Klo zu müssen, weil die Toiletten unzumutbar sind. Da haben Schüler Homeoffice. Das klingt modern, ist aber nur die Umschreibung für den Lehrer, ist schon am zweiten Tag nach den Ferien nicht mehr erschienen. Ich wollte das eigentlich Sie fragen, Frau Kramp-Karrenbau, weil Sie der Partei angehören, die schon so lange im Bund regiert. Ich wollte Sie bitten, nicht auf den Föderalismus auszuweichen, denn Ihre Parteifreundin von der Leyen hat ja bei den Ganztagsschulen gezeigt, wie viel man auch ohne Zuständigkeit bewegen kann, wenn man will, wenn man wirklich sich dahinter klemmt. Wie kommt das? Alle finden Bildung wichtig und trotzdem haben die Eltern das Gefühl, es passiert zu wenig. Also man muss das trotzdem noch mal unterscheiden. Es ist richtig, der Bund kann und jetzt nach der neuesten Grundgesetzänderung eben auch mehr investieren, sozusagen in die Schulgebäude selbst. Und zwar insbesondere dort, wo Kommunen, und das sind in der Regel die Schulträger, wo Kommunen in einer prekären Situation sind. Das haben wir gerade im Rahmen des Bund-Länder-Finanzausgleiches und der großen Grundgesetzänderung miteinander vereinbart. Ansonsten gibt es in der Tat die Zuständigkeiten der Länder. Das ist nicht wegzudiskutieren. Und was Eltern beschwert, ist zum einen die Frage, wie ist der Unterricht organisiert? Gibt es ausreichend Unterricht? Fällt zu viel aus? Das ist die Frage, wie viele Lehrerinnen und Lehrer stehen zur Verfügung? Wie ist der Unterricht organisiert? Das hat jetzt erst einmal mit dem Bund nicht zu tun. Ich bin ja immer dabei, dem Bund auch das eine oder andere mitzugeben, aber das hat jetzt mit dem Bund nicht zu tun. Und das Zweite ist die Frage, insbesondere wenn Eltern innerhalb Deutschlands umziehen, dass es dort einfach zu viele Unterschiede gibt. Das ist etwas, insbesondere in den Mittelstufen, mit sehr vielen unterschiedlichen Abschlüssen, mit sehr unterschiedlichen Ansätzen, wann beginnt welche Fremdsprache, wann setzt welche Naturwissenschaft ein. Aber, und das sage ich als ehemalige Präsidentin der Kultusministerkonferenz, das ist etwas, was man im Rahmen der jetzigen Organisation innerhalb der Kultusministerkonferenz regeln kann. Viele Schritte sind schon gegangen worden, aber bei weitem noch nicht allen. Und deswegen ist es richtig, dass wir gesagt haben, der Bund beteiligt sich in Zukunft stärker auch an der Bildung, aber es ist wie beim Krippenausbau, es ist eine nationale Kraftanstrengung. Der Bund alleine wird es nicht richten können. Dazu braucht man auch die Länder und braucht auch die kommunale Ebene als Schulträger. Frau Wanknecht, überzeugt Sie das als Erklärung, warum alle Bildung wichtig finden, aber eigentlich nicht viel passiert oder nicht so viel, wie angekündigt wird? Also ich muss sagen, ich finde das, was in diesem Land seit vielen, vielen Jahren in der Bildung passiert, ist ein Armutszeugnis. Ein Armutszeugnis für so ein reiches Land wie Deutschland. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, wie viel Geld uns die Bildung wert ist. Damit fängt es ja an. Also wir sind ja ein Land, das tatsächlich weniger für Bildung ausgibt als der Durchschnitt der Industriestaaten. Und da sind Länder wie Griechenland und andere drin. Und im Vergleich mit Skandinavien fehlt uns da also über 60 Milliarden. Und ich finde, das geht so überhaupt nicht. Wir haben dadurch eben eine extreme Chancenungleichheit. Also ich war vor einiger Zeit in so einer Schule in einem Problembezirk, in dem Fall nicht Berlin, sondern Essen. Also ein Wohnviertel, großer Teil Hartz-IV-Familien, 80% der Schüler mit Migrationshintergrund, der größte Teil kommt in die Schule, kann kein Wort Deutsch. So, und dann sagen die Lehrer, ja, wir sind teilweise schlechter ausgestattet an dieser Schule personell als viele Schulen in wohlhabenden Bezirken. Und die müssten eigentlich dreimal so viel Lehrer haben, um irgendwie mit dem Problem klarzukommen. Und darüber wird immer wieder geredet, in jedem Wahlkampf wird darüber geredet. Aber es wird nichts gemacht und jeder weiß, wir brauchen in Zukunft, wenn wir tatsächlich
tatsächlich den Wohlstand für die nächsten Jahrzehnte sichern wollen, eben überwiegend qualifizierte Arbeitskräfte. Wir brauchen nicht so viele Menschen, die die Hauptschule abschließen und teilweise noch nicht mal richtig lesen und schreiben können. Wir brauchen Menschen, die qualifiziert sind, die die Grundlagen kennen, die dann wirklich auch im Arbeitsmarkt eine Chance haben. Und ich finde das wirklich unglaublich, dass immer nur in Wahlkämpfen darüber geredet wird, aber nicht endlich tatsächlich deutlich mehr Geld in Bildung investiert wird. Das wäre dringend notwendig. Ihre Partei... Ihre Partei, Frau Wanknecht, ist für die Gemeinschaftsschule als Regelschule. Nach dem, was Sie sagen, könnte man aber denken, es kommt im Grunde auf die Form doch gar nicht an, sondern auf die Ausstattung und auf das Personal. Na, es kommt auf Verschiedenes an. Also sagen wir, eine Gemeinschaftsschule mit schlechter Ausstattung ist schlecht. Eine Schule, die sozusagen versucht, Menschen zu fördern oder Kinder zu fördern, die aus schwierigen Familien sind, da muss natürlich bei diesen Kindern mehr getan werden. Also ich finde, wir müssen auch weg von dem Modell, wo die Schule sich darauf verlässt, was können die Eltern am Nachmittag, am Abend mit den Kindern machen, sondern das muss die Schule leisten. Und natürlich ist es gut, wenn Kinder zumindest längere Zeit miteinander lernen, wobei ich auch deutlich sage, ich finde, dass wir genauso, wie wir spezielle Förderung von Kindern brauchen, die diese Förderung eben benötigen, müssen wir natürlich auch für begabte Kinder Chancen ausbauen, und zwar egal aus welchem Elternhaus, dann eben Klassen zu überspringen, besonders gefördert zu werden, dann auch schneller zum Beispiel die Schule abschließen zu können. Das finde ich genauso wichtig. Also ich finde jetzt nicht, dass wir alles über einen Kamm scheren und jetzt jedem Kind sozusagen das gleiche Menü servieren. Kinder sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Begabungen. Wohin wir kommen müssen, ist, dass jedes Kind die Chance erhält, seine Talente, seine Begabung überhaupt zu entdecken und dann in der Schule entsprechend auch gefördert zu werden. Jedes Kind soll die gleichen Chancen haben, sagen Sie. Zum Gefühl der Ungerechtigkeit im Land gehört im Land der Mieter auch die Frage, wie hoch die Mieten sind und das Gefühl, dass nicht jeder noch überall wohnen kann, weil die Mieten in der Innenstadt zu teuer geworden sind, also dass Mieter keine Chance mehr haben auf eine Wohnung in der Innenstadt. Herr Kubicki, wie wollen Sie denn eigentlich dafür sorgen, dass ganz normale Leute weiter eine Wohnung in den teuren Innenstädten Deutschlands bezahlen können? Zunächst einmal war auch früher es nicht so, dass jeder wohnen konnte, wo er wollte. Ich will einen Satz von Klaus Wowereit zitieren. Es gibt kein Grundrecht darauf, in Berlin-Mitte zu wohnen. Und Sie werden das Problem mit einer Mietpreisbremse nicht bewältigen, weil die Mietpreisbremse die Illusion weckt, dass jeder Mieter, der mieten will, in der Innenstadt von Hamburg, Berlin oder München eine Wohnung finden kann. Das ist aber eine Illusion deshalb, weil kein ausreichendes Angebot vorhanden ist. Und was wird ein Vermieter machen? Ich sage mal, die Mietpreisbremse ist eine Subventionierung von Reichen. Der Vermieter wird sich immer bei den 30 Bewerbern denjenigen aussuchen, der solvent ist, der ein hohes Einkommen hat oder auch ein Vermögen darstellen kann und der sich auch eine höhere Miete leisten könnte. Und der wird sich freuen und sagen, ich danke den Sozialdemokraten dafür, dass ich jetzt weniger bezahlen muss, als ich bezahlen könnte und ich gehe mit meiner Frau jetzt Champagner trinken. Wunderbar. Was Sie machen müssen, ist eine Angebotsausweitung. Der Bürgermeister in Hamburg weiß das. Flächen ausweisen, wo Sie Wohnungsbau machen können, wo Mietwohnungen errichtet werden. Denn je mehr Angebot Sie haben, desto geringer wird der Druck auf den Wohnungsmarkt. Und das ist die einzige Alternative. Die Kommunen müssen mehr Bauland ausweisen. Wir müssen das Bauen wieder verbilligen. Denn 40% der Baukostensteigerung der letzten 15 Jahre sind auf staatliche Regulierung zurückzuführen. Und was wir im Rahmen der Flüchtlingskrise haben regeln können im Baugesetzbuch, das kann auch Geltung haben dauerhaft, sodass bezahlbarer Wohnraum auch erstellt werden kann. Noch einmal, Mietpreisbremse ist eine reine Illusion. Sie können sonst nur zuteilen durch Würfeln oder Losen, was natürlich auch keine gerechte Sache ist. Herr Scholz, die Mietpreisbremse ist eine Illusion, sagt Wolfgang Kubicki. Er hat vorhin auch gesagt, es sei eine Subventionierung der Reichen. Die Mietpreisbremse war eine SPD-Idee, da waren Sie eigentlich ganz stolz drauf. Jetzt muss man sagen, hat nicht wirklich funktioniert, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Was tun? Ich glaube, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass der tatsächliche Mangel an Wohnraum, den wir insbesondere in den großen Städten und vielen anderen Städten in Deutschland haben, nicht genutzt wird für außerordentliche Mietsteigerungen. Und deshalb macht die Mietpreisbremse genauso wie unser gesamtes Mietrecht und andere Schutzregelungen, die wir haben, sehr wohl Sinn. Man muss immer gucken, dass sie wirkt. Aber während wir sie eingeführt haben, habe ich das gesagt, was eine Binse sein könnte, aber sich nicht jedem erschließt. Wenn es nicht genug Wohnungen gibt, dann wird es mit keiner gesetzlichen Regelung gelingen, den Anstieg der Wohnungspreise zu verhindern. Deshalb muss man Wohnungen bauen. Und ich glaube, dass es richtig war, dass wir in Hamburg das wahrscheinlich unverändert größte Wohnungsbauprogramm in ganz Deutschland auf den Weg gebracht hat, mit über 2000 Baugenehmigungen im letzten Jahr. Und deshalb ist es richtig, dass unter den Wohnungen, die wir neu bauen, Sozialwohnungen sind. Darüber wird mittlerweile ganz viel geredet.
aber es entspricht nicht der Wirklichkeit. Ich habe mir mal eine Statistik angeguckt, die der Bundesfinanzminister rausgegeben hat. Da steht drin, pro 100.000 Einwohner, die Zahl hatten wir schon, 114 Sozialwohnungen in Hamburg neu gebaut, Platz 2 Nordrhein-Westfalen mit 33, Platz 3 Berlin mit 28 und große Flächenländer sind im einstelligen Bereich. Das heißt, da muss eine wirkliche Trendwende stattfinden, denn auch jenseits aller Fragen ist es so, dass selbst wenn jemand nicht den maximalen Mietpreis durchsetzen will, sondern nur seine Kosten wieder haben will, bedeutet, ist eine neu gebaute Mietwohnung in einer Stadt wie Hamburg oder Berlin oder München oder Frankfurt oder Mainz und wahrscheinlich auch fast in Saarbrücken nicht unter 10, 12 Euro netto kalt zu bauen. Das kann ein erheblicher pro Quadratmeter Miete. Und das kann ein erheblicher Teil der Bürger unserer Stadt und unserer Länder nicht bezahlen. Deshalb werden wir auch im Neubau geförderten Wohnungsbau haben, der es möglich macht, dass man einziehen kann in eine gute Wohnung, in einem guten Stadtteil für nicht viel mehr als 6 Euro netto kalt. Das gehört zum sozialen Ausgleich dazu. Frau Göring-Eckardt, ein bisschen habe ich gerade ein Déjà-vu zu unserer Bildungsdiskussion vorhin, weil zwei Sätze gefallen sind. Wir müssen mehr tun und wir bräuchten mehr von. Früher mehr Bildung, jetzt mehr Wohnungen. Und trotzdem geschieht nichts. Warum? Naja, das ist schon spannend. Ich meine, Herr Scholz ist hier ja für die Stadt verantwortlich. Und hier muss man sagen, gibt es endlich wirklich ein groß angelegtes Programm zum Wohnungsbau und die Mischung, dass auf der einen Seite sozialer Wohnungsbau stattfindet. Wir würden sogar sagen, der muss gemeinnützig sein. Also diese Bindung muss auch bleiben. Wir haben ja eigentlich gar nicht das Problem gehabt, dass wir zu wenige Sozialwohnungen haben, sondern dass sie aus der Bindung rausgefallen sind. Und deswegen haben wir jetzt das riesige Problem. Und es geht auch nicht darum, Herr Kubicki, dass der Markt das jetzt irgendwie regelt. Es geht auch nicht darum, dass alle einen Anspruch haben, was weiß ich, in Hamburg-Harvestehude wohnen zu wollen. Sondern es geht schlicht und ergreifend darum, ob wir noch eine Mischung haben. Oder ob wir sagen, die Armen wohnen da, am Rand der Stadt. Und die, die besser verdienen, dürfen sich aussuchen, wo sie wohnen. Und das, finde ich, geht nicht mehr. Und deswegen ist eine Mietpreisbremse, die auch funktioniert, das tut die jetzige ja nicht, sehr sinnvoll, damit nicht Spekulationen das Hauptproblem sind, wenn die Preise immer weiter steigen. Und deswegen ist es notwendig zu bauen, deswegen ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass das Wohnen nicht immer teurer wird. Wir haben ja heute die Situation, dass Menschen in diesem Land schon fast zwischen einem Drittel und einer Hälfte dessen, was sie überhaupt zur Verfügung haben, ausschließlich fürs Wohnen ausgeben. Und da sage ich, so können wir nicht mehr weitermachen. Das führt dazu, dass wir eine komplette Separierung haben derjenigen, die auf der einen Seite reich sind, auf der anderen Seite arm sind. Und vor allem sind es Leute mit Kindern, die keinen angemessenen Wohnraum finden. Und dann hängt dran, in welche Schule kann ich eigentlich gehen, in welchen Kindergarten kann ich meine Kinder bringen, welche Wege muss ich zurücklegen, damit es alles überhaupt noch funktioniert. Deswegen glaube ich, das Wohnen ist die soziale Frage des nächsten Jahrzehnts und deswegen ist es so dringlich, auch darüber zu reden, das anzugehen und wirksame Entscheidungen zu treffen. Kinder sind auch noch mal ein gutes Stichwort. Es gibt ein Thema, das viele Menschen oder fast alle eigentlich bewegt, aber oft diejenigen mehr, die gar nicht unmittelbar betroffen sind, die Rente. 55% aller Wähler in Deutschland sind älter als 55. Die haben summa summarum noch eine ordentliche Rente zu erwarten. Bei den Jüngeren sieht es anders aus. Das ist im Grunde die erste Generation, für die der berühmte Satz, uns wird es mal besser gehen als den Eltern, nicht mehr uneingeschränkt gilt. Frau Wagenknecht, wie erklären Sie sich das, dass die eigentlich immer nur gegen G20 demonstrieren und so wenig wütend sind über solche Entwicklungen? Also ich erlebe zumindest, dass sie sich Sorgen machen, auch bei Jüngeren. Also ich bin erstaunt manchmal, wenn man Diskussionen hat, sogar also an Berufsschulen, vielleicht noch nicht an der normalen Schule, aber in der Uni auch schon, dass man zunehmend Fragen auch zur Rente gestellt kriegt. Also das war, glaube ich, vor 10, 15 Jahren noch nicht so. Da hatten die andere Probleme. Das macht schon vielen jungen Leuten auch Angst, weil sie wissen, wenn sie nicht privat vorsorgen, werden sie im Alter arm sein, weil einfach die Rentenansprüche so kaputt gekürzt wurden, dass man davon nicht leben kann. Und dann sagen natürlich viele, ja, wie kann ich denn so einen guten Job kriegen, dass ich überhaupt noch nebenbei vorsorgen kann, ganz abgesehen davon, dass das ja auch eine gewisse Schwierigkeit hat. Wenn die Zinsen niedriger sind als die Inflation, dann noch also hohe Provisionen abgehen. Für Finanzfonds ist ja diese privatisierte Rente, die Riester-Rente sowieso eigentlich ein Riesenflop. Also das muss man ja irgendwann auch mal konstatieren. Ja. Und deswegen ist das schon etwas, was Menschen bewegt.
wahrscheinlich ist das jetzt nicht so ein Thema, wo man eben jetzt eine Großdemonstration macht. Ich hätte mir ja damals gewünscht, als die Kürzungen durchgesetzt wurden, das fing ja damals unter Gerhard Schröder mit Riester, mit unter Rot-Grün an, dass es da einen wesentlich größeren Druck gegeben hätte, auch von den Gewerkschaften. Aber das ist eben ja immer diese Zusammenarbeit, wenn die SPD regiert, dann sind die Gewerkschaften eben relativ brav. Und das ist in dem Fall ein großes Problem gewesen. Und insoweit, aber wir haben die akuten Probleme nach wie vor und deswegen wünsche ich mir, dass wir nicht darauf warten, dass es erst eine Großdemonstration gibt, sondern ich finde, es ist Verantwortung einer Regierung, ein Problem, wo sie weiß, hier gehen Millionen Menschen auf Altersarmut zu und die privatisierten Produkte taugen nichts. Das muss man einfach so feststellen, dass man da was verändern muss. Angekommen, der Herr Herrmann neben Ihnen schaut immer noch ganz freundlich, aber er schüttelt immer doller mit dem Kopf. Herr Herrmann, in der CDU, da gibt es Bestrebungen, die Rente ab 70 einzuführen. Das hat aber Frau Merkel erklärt, dass das sei nur eine Untergruppe. Würden Sie sich da auch bei dieser Untergruppe in dem Fall einreihen? Nein, nein, nein. Weder Obergrenze noch Untergruppe, sondern ich stehe ganz klar zu dem. Das halten wir fest. Ich stehe klar zu dem, was wir gemeinsam beschlossen haben. Ja, in einer breiten Mehrheit im Bundestag und Bundesrat. Und das ist, dass wir jetzt schrittweise in, denke ich, vertretbaren Schritten bis 2030 auf 67 gehen. Ja? Ich erlebe bei anderen Diskussionen, dass einer die 67 wieder in Frage stellen will. Da sage ich auch genauso, nein, das braucht es, das ist notwendig. Und angesichts der erfreulichen Steigerung der durchschnittlichen Lebenserwartung, wo ich übrigens zu denen gehöre, die nicht gleich immer aus allem ein Problem machen. Das ist ein Ergebnis eines großartigen medizinischen Fortschritts in unserem Land, dass die Mehrheit der Menschen länger leben können als früher. Das muss man nicht gleich den Leuten wieder als Problem einreden, sondern kann man sich erst mal darüber freuen, dass die allermeisten von uns länger, gesünder leben können. Das ist eine positive Entwicklung. Ja? Das ist so schön, Herr Herrmann, aber was tun Deswegen Sie für die Jüngeren? Deswegen ist es dann auch Jüngeren zumutbar, dass Sie bis 67 arbeiten, ich nicht 70, sondern 67. Und deshalb sage ich auch, das gehört auch zu unter zum Teil manchmal aufgeregten Art zu diskutieren. Kaum ist 67 beschlossen, kommt der Nächste schon wieder und sagt, müssen wir vielleicht wieder was anderes machen. Nein, stehen wir doch jetzt mal zu dem, was wir gemeinsam beschlossen haben. Und das ist auch richtig. So, dann sind die Prognosen, auf die Sie zum Teil auch abheben, die sind zum Beispiel basieren auf den demografischen Prognosen von vor 5 Jahren. Wenn Sie aktuell schauen, was das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht, ist natürlich aufgrund dessen, wie sich jetzt insgesamt unsere Bevölkerung entwickelt, da schon vieles inzwischen wieder ganz anders. Wir gehen nämlich inzwischen nicht mehr davon aus, dass wir schon in 30 Jahren eine um, was weiß ich, 10 Millionen verringerte Wohnbevölkerung in Deutschland haben. Sondern wir haben jetzt inzwischen, weil wir, und wohlgemerkt, ich rede nicht nur von den Flüchtlingen, sondern von der Zuwanderung von arbeitender Bevölkerung aus anderen EU-Staaten und dergleichen, wir haben jetzt sicherlich auf absehbare Zeit eine ziemlich stabile Bevölkerungszahl. Gut. Und wenn es uns jetzt gelingt, und daran hängt es zusammen mit dem Thema Wirtschaft und Arbeitsplätze, warum läuft es im Moment recht gut? Weil wir uns immer mehr der Vollbeschäftigung nähern. Wenn es uns gelingt, die Zahl der Arbeitsplätze zu halten, wenn es weiterhin genauso viele Beitragszahlen in der Rentenversicherung gibt und die Chance dazu haben wir, das wird von der Wirtschaftspolitik auch wesentlich beeinflusst, dann haben wir auch die Chance, dass wir das Rentenniveau okay, einigermaßen Herr Herrmann, halten können. Ich glaube, es ist klar geworden, deshalb soll man die Leute Meinung, nicht verrückt machen, sondern sagen, danke, es kommt darauf danke, an, Herr Herrmann, auf Arbeitsplätze Herr Herrmann, und dann können wir das vernünftig weiterführen. Ich glaube, Ihr Punkt ist klar geworden. Sie sind der Meinung, es reicht schon, sozusagen das, was wir machen. Ich möchte noch eine Frage an Herrn Kubicki stellen, weil die Rente auch immer, wie vieles über vielem schwebt, dieses Gerechtigkeitsthema. Warum wäre es nicht eigentlich viel gerechter, wenn alle in eine Rentenkasse einzahlen, selbstständige Beamte, und kein Unterschied gemacht wird, zum Beispiel zwischen den Renten und Pensionen? Ja, weil es im Zweifel nichts bringen würde. Wir haben das mal durchgerechnet, was den öffentlichen Dienst angeht. Wir haben festgestellt, dass ein durchschnittlicher Beamter über seine Lebenszeit hinweg für den Staat preiswerter ist, als wenn es ein öffentlicher Angestellter wäre, der in die Rentenkasse einzahlt. Abgesehen davon, dass er im Zweifel zum Schluss auch weniger hat. Also die Behauptung bei Vereinheitlichung führt zu besseren Ergebnissen, halte ich für falsch. Im Gegenteil. Wir müssen vielleicht dazu übergehen, von starren Lösungen Abstand zu nehmen und etwas zu flexibilisieren. Warum erlauben wir nicht, dass ja die Forschung der Freien Demokraten, dass die Menschen entscheiden können zwischen 60 und 70, wann sie in Rente gehen wollen, wie viel sie dazu verdienen wollen, ob das halbtags ist oder stundenweise, was auch immer. Ich glaube, dass die Gesellschaft so weit ist, dass man keine staatlichen Vorgaben braucht, sondern dass man das den Menschen selbst überlassen kann, wenn sie wissen auf ihrem Versorgungskonto, was man einrichten kann, was ist da drauf, was muss ich noch hinzu leisten, privat oder durch betriebliche Versorgung oder andere Dinge mehr. Entscheidend ist doch immer wieder, dass wir wissen, wir brauchen ein hohes Bruttoinlandsprodukt, ein hohes Wohlstandsniveau, denn uns nützen keine Prozentzahlen,
das hat Herr Steinbrück mal darauf hingewiesen, ja auch ein gebürtiger Hamburger, keine Prozentzahlen, entscheidend ist das Niveau, von dem wir ausgehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine vernünftige Wirtschaftspolitik betreiben, dass wir Menschen in Arbeit bringen. Es ist wichtig, dass wir ein Zuwanderungsgesetz bekommen, weil wir wissen, Herr Fratscher ist ja noch da, habe ich gesehen, nicht? Wir brauchen jedes Jahr zwischen 300.000 und 400.000 möglichst gut ausgebildete, möglichst junge, kreative Menschen in Deutschland, nicht nur um den demografischen Wandel einigermaßen abzufedern, sondern um unsere Leistungsfähigkeit zu erhalten. Darauf kommt es an. Flexibilisierung, das A und O. Und meine Kinder sind jetzt, meine Töchter sind 37, die haben keine Angst vor der Zukunft, weil sie glauben, dass sie das bewältigen können. Wovor sie Angst haben, ist, dass die Mathematik außer Acht gelassen wird. Wenn 1970 4 Erwerbstätige einen Rentner finanziert haben und im Jahr 2030 sind das 2 Erwerbstätige, die einen Rentner finanzieren müssen, dann weiß man, das Umlageverfahren geht nicht mehr auf dem gleichen Niveau, also muss man da was tun. Das sind die Vorschläge, die wir unterbreitet haben, aus unserer Sicht die vernünftigste Lösung. Nachdem jetzt von, Obergrenzen und Untergruppen die Rede war, würden wir gerne eine große Gruppe zur Sprache bringen, die große Gruppe der Autofahrer und die große Gruppe der Dieselfahrer unter dieser großen Gruppe der Autofahrer. Und Frau Kramp-Karrenbauer, als CDU-Politikerin und Merkel-Vertraute, erklären Sie uns doch bitte, warum die Autounternehmen nicht für den Schaden zahlen müssen, den sie angerichtet haben. Also zuerst einmal gestatten Sie mir noch 2 Bemerkungen eben zum Debattenverlauf, weil ich nicht dazu gekommen bin, dazu etwas zu sagen zur Bildungspolitik. Bildungspolitik wird nicht dadurch besser, dass die Bundesparteien sie alle 4 Jahre diskutieren, sondern sie zeichnet sich ab durch das, was dazwischen in den Ländern getan wird. Und da lege ich schon Wert darauf, dass die Beispiele, die Sie genannt haben aus Berlin, von einer Regierung stammen, an denen die Linken beteiligt sind und das Saarland als Haushaltsnotlageland ausweislich des neuesten Bildungsmoniteurs geschafft hat, das Land zu sein, das den Entkopplung des Bildungs, des Bildungserfolges, die Entkopplung des Bildungserfolges von der sozialen Herkunft am besten geschafft hat. Und eine Bemerkung noch, dass eine linken Politikerin hier erklärt, mit Blick auf die Qualifizierung, ja, man bräuchte Hochqualifizierte und nicht solche mit einem Hauptschulabschluss. Ich kann nur sagen, junge Leute mit einem Hauptschulabschluss, die nachher eine duale Ausbildung machen, tragen entscheidend zum Wohlstand dieses Landes bei. Und auch das sollten wir an dieser Stelle einmal deutlich sagen. Das geht deswegen aber so nicht, dass Sie mir Dinge unterstellen, die ich nicht gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass wir keine Hauptschulabschlüsse brauchen. Ich habe gesagt, wir brauchen keine jungen Leute, die die Hauptschule verlassen und noch nicht mal richtig lesen und schreiben können. Und wenn jeder zweite Hauptschüler heutzutage noch nicht mal einen Ausbildungsplatz kriegt, weil mir Unternehmen sagen, sie können die Leute nicht ausbilden, weil die können nicht sprechen, die können nicht lesen, die können nicht schreiben, dann ist das ein Problem. Von jungen Leuten mit Hauptschulabschluss gesprochen. Sie haben von jungen Leuten mit Hauptschulabschluss gesprochen und da sage ich Ihnen nochmals, viele junge Leute mit Hauptschulabschluss sind diejenigen, die eine duale Ausbildung machen, die das Handwerk am Laufen halten und die tragen zum Wohlstand unseres Landes genauso bei wie diejenigen, die studieren und das will ich hier an dieser Stelle einmal gesagt. Meine Damen, und damit sind wir auch beim Thema. Jetzt habe ich das Wort, weil ich bin der Moderator und ich wechsle kurz. Ist doch gut so, dass Sie Moderator sind. Ja, Diesel. Und nein, ich stelle die Dieselfrage zurück, weil wir selbst auch die Bildungsdiskussion spannend finden. Wir lassen sie weiterlaufen. Okay. Ich wollte es nur öffnen, denn Frau Göring-Eckardt hatte auch schon mit dem Kopf geschüttelt und wollte gern was sagen. Bitte. Also vielleicht 2 Dinge. Das erste ist, Frau Kramp-Karrenbauer, das ist zu billig. Also zu sagen, jetzt gibt es eine neue Regierung in Berlin und die sind jetzt zuständig für das, was über viele Jahre gemacht worden ist. Sie wissen so gut wie ich, da war die Union beteiligt. Und deswegen finde ich, ein bisschen Ehrlichkeit, ein bisschen Lauterkeit gehört auch dazu, wenn man solche Abrechnungen macht. Und 2. Punkt, natürlich werden wir weniger Menschen brauchen mit ganz niedrigen Abschlüssen und mehr die Facharbeiterinnen und Facharbeiter sind. Und deswegen ist es ja so wichtig, in die Bildung zu investieren. Deswegen ist es so wichtig, dass aus den Migrantinnen oder den Flüchtlingen von heute Facharbeiter werden oder von mir aus auch Leute, die studieren können. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Chancen nicht mehr nur davon abhängen, was ich für ein Elternhaus habe, wie man dort gebildet ist und wie viel Geld dort verdient wird, sondern davon, was ich selbst für ein Talent habe. Also nicht, wo ich herkomme, ist wichtig, sondern wo ich hin will, ist wichtig. Und diese Debatte, um die geht es doch. Und Sie haben ja recht, es wird nicht davon besser, dass alle 4 Jahre darüber diskutiert wird. Es würde aber davon besser, dass wir tatsächlich vergleichbare Schulbiografien haben. Und Sie sagen, das müssen wir jetzt mal machen. Seit wie vielen Jahren wird darüber
darüber eigentlich diskutiert in der Kultusministerkonferenz und es passiert fast nichts. Also und der letzte Punkt, den ich wirklich deutlich sagen will, wenn wir jetzt endlich in Schulen investieren können, dann hilft es auch nicht mehr, dass wir den Zustand der Schulen in Deutschland, da sage ich jetzt mal bewusst durchschnittlich, weil es gibt gute und es gibt verdammt schlechte, dass wir den schönreden. Der ist nicht schön. Und ich möchte, dass Kinder, die in die Schule gehen, das Gefühl haben, die haben sich hier echt um mich gekümmert. Hier sind genügend Lehrer da, hier sind genügend Sozialarbeiterinnen da und am Ende ja sogar das Klo ist noch in Ordnung. Wenn wir so weit mal bitteschön kommen könnten und so viel Geld in Bildung investieren, wie wir immer darüber reden, dann werden wir einen deutlichen Schritt weiter. Herr Scholz. Also, ich glaube, dass eins richtig ist, wir müssen von den Reden zu den Taten kommen. Ein Thema, das mich da immer bewegt, ist, dass alle paar Jahre in Talkshows diskutiert wird, wenn über Sprachprobleme geredet wird. Es müssten jetzt alle Kinder eigentlich in den Kindergarten und man müsste sogar eine Kita-Pflicht einführen, was verfassungswidrig wäre. Aber dann stehen die gleichen Leute auf und tun da, wo sie Verantwortung haben, nichts. Wir haben in Hamburg dafür gesorgt, dass es flächendeckend Kita-Angebote gibt, dass sie ganztags sind für alle, die das wollen und dass sie gebührenfrei sind. Also alles, was in den Talkshows gefordert wurde, auch umgesetzt. Das ist aber keineswegs die Realität in Deutschland. Und wenn wir über Bildung diskutieren, dann glaube ich, müssen wir auch ein paar Wahrheiten sagen. Ich glaube, dass wir ein Schulsystem brauchen, das Chancen auf allen Schulen vermittelt. Deshalb ist es bei uns zum Beispiel so, dass die Grundschulen und alle weiterführenden Schulen Ganztagsschulen sind, dass man auf den Gymnasien und den Stadtteilschulen Abitur machen kann, eine Besonderheit in Deutschland. Und deshalb ist es auch so, dass wir gesagt haben, dass das Thema, das jetzt hier im Streit war, auch aus der Rhetorik in die Realität übersetzt werden muss. Wir haben eine mittlerweile sogar mit internationalen Besuchern betrachtete Jugendberufsagentur geschaffen, die dazu führt, dass der Übergang von der Schule in den Beruf für die jungen Leute, die nach der 10. Klasse die Schule verlassen, besser klappt. Denn es ist nämlich tatsächlich so, dass es für diejenigen, die einen Hauptschulabschluss haben, am wahrscheinlich schwierigsten ist, nachher mit der Berufsausbildung zu beginnen. Das durchschnittliche Eintrittsalter in eine Berufsausbildung in Deutschland liegt bei 20 Jahren. Und das heißt, dass viele da in Zwischensituationen geparkt sind. Wir haben das geändert. Wir kriegen innerhalb eines Jahres 2/3 der Leute rein. Aber auch das ist wichtig. Es geht wirklich um Geld. Wir haben über die Schulgebäude diskutiert. Hamburg hat gerade ein 10-Jahres-Programm, wo wir etwas über 2 Milliarden Euro investieren in den Neubau von kompletten Schulen und in die Sanierung, damit die Standards so sind, wie alle sie immer wünschen, wenn sie im Fernsehen sprechen. Aber wenn man das auf Deutschland hochrechnete, wäre das ein Investitionsprogramm von 100 Milliarden Euro. Und das macht ein bisschen deutlich, wie weit weg wir sind, auch mit dem, was gegenwärtig diskutiert wird, um den substanziellen Durchbruch, die substanzielle Veränderung hinzukriegen. Und natürlich heißt das, dass wir mehr Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen brauchen, dass wir Tausende zusätzlich einstellen müssen, was wir hier gemacht haben, was dann aber auch der Trend in ganz Deutschland sein muss, damit das funktioniert. Deshalb ist es meine feste Überzeugung, dass das auch in Zukunft eine Aufgabe der Länder sein wird und was die Gebäude betrifft, in der Regel der Gemeinden, aber die müssen das alle können. Und das geht nur mit einer gemeinsamen Anstrengung. Ich bin deshalb sehr überzeugt davon, dass hier nach dieser Bundestagswahl Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam mehr tun müssen, ehrlicherweise auch viel mehr Geld ausgeben müssen. Und da geht es dann nicht ums Reden, sondern ums Tun. Herr Gubicki, Wolfgang, Olaf Scholz. Olaf Scholz hat gerade eine Zahl genannt. Er hat die Investitionen für Hamburg hochgerechnet auf den Bund, auf alle Länder. Auf den Wahlplakaten der FDP lese ich, Bildung ist die Supermacht des 21. Jahrhunderts. Wären Sie bereit, bei einer Regierungsbeteiligung diese Summe auszugeben? Zunächst einmal möchte ich Olaf Scholz unterstützen in der Feststellung, dass all die, die hier oben stehen, in ihren jeweiligen politischen Funktionen seit geraumer Zeit Verantwortung tragen und nur das beklagen, wofür sie eigentlich selbst verantwortlich sind. Das finde ich mal bemerkenswert, dass man sich beklatschen lässt dafür, dass man erklärt, dass man in der Vergangenheit nichts getan hat. Also, ja, ich möchte dich da schon mal ausnehmen. Ich will mal sagen, man muss gelegentlich auch mal mit gutem Beispiel vorangehen. Wir waren bei der Bezahlung von Pflegekräften und Krankenhauskräften. Da, wo der Staat eigene Einrichtungen unterhält, verhält er sich genauso wie die anderen. Und ich frage mich immer da, wo Herr Scholz beim Uniklinikum was machen kann, wo wir in Schleswig-Holstein beim Uniklinikum was machen können, warum legen wir dann nicht für die dortigen Pflegekräfte was obendrauf? Könnten wir doch mit leuchtendem Beispiel vorangehen und dann einen Sogeffekt erzeugen. Das ist in der Bildung genau das Gleiche. Wir diskutieren, übrigens brauchen wir 34 Milliarden Euro für die Sanierung der Schulgebäude. Das hat die KfW gerade ermittelt. Ja, die hat sich verrechnet.
Gut, also aber 34 Milliarden ist auch noch ist ein Vielfaches von dem, was gegenwärtig geplant ist. Aber Herr Scholz, jeden Tag wird in Deutschland eine Privatschule neu gegründet. Warum? Weil die Menschen das Vertrauen in das staatliche Bildungssystem verlieren. Nicht nur wegen der Gebäude, nicht nur wegen der Lehrkräfte, die nicht vorhanden sind. Ich wusste bis vor einigen Wochen gar nicht, dass, wenn Schüler die Schule nicht verlassen, aber kein Lehrer da ist, der Unterricht als erteilt gilt. Übrigens auch der Fachunterricht als erteilt gilt. Wir belügen uns mit den Statistiken jedes Mal selbst. Wir haben vorgeschlagen, das steht bei uns im Programm, das muss auch sein, Herausforderung der Zukunft, dass Kinder heute noch an der Tafel mit Kreide schreiben müssen in den meisten Schulen. Übrigens in Bremen fallen die Tafeln von der Wand, da ist energetisch saniert worden, aber die Tafeln sind nicht in Stand gesetzt worden. Dass wir uns darüber unterhalten müssen, dass Tablets zur Grundausstattung eines jeden Schülers gehören, dass der Staat das finanzieren muss, weil die meisten Eltern das gar nicht können, das bringt mich einfach um. Wenn wir wollen, dass Deutschland den Anschluss im Bildungswesen nicht verliert, dann müssen wir jetzt viel investieren. Und dazu sind wir bereit, viel zu investieren im Bildungsbereich. Nicht nur was die Sanierung angeht, sondern auch was die Ausstattung angeht. Jetzt ist das erste Mal in dieser Runde. Das erste Mal in dieser Runde das Wort Vertrauen gefallen. Das könnte mich zu unserem ursprünglichen Thema bringen, die Dieselaffäre. Aber auch hier sind wir ganz flexibel und ändern mal kurz die Reihenfolge. Denn es gibt ein anderes großes Thema, das das Vertrauen der Bevölkerung in den letzten zwei Jahren sehr stark erschüttert hat. Und das ist die Flüchtlingspolitik. Genau, wir wollen über das Thema reden, obwohl Herr Herrmann gelegentlich die Ansicht äußert, dass es da eigentlich gar nicht mehr viel zu reden gibt, weil alle Probleme beseitigt sind und es nur ein Konjunkturprogramm für rechte Kräfte ist. Ja. Es ist aber ein Thema, das sehr, sehr viele Leute nach wie vor interessiert. Und inzwischen haben sich eigentlich fast alle Parteien von der CSU bis zu den Grünen auf den Satz geeinigt, das, was 2015 passiert ist, darf, soll und kann sich nicht wiederholen. Das sagt auch die Kanzlerin. Herr Herrmann, was genau soll sich eigentlich nicht wiederholen? Es ist doch ganz offensichtlich, dass die Bundesrepublik Deutschland mit der Zahl von über 1 Million Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland kamen, im Ergebnis überfordert war. Wir haben das jetzt einigermaßen zunächst einmal in der Erstaufnahme bewältigt. Und ich darf immer wieder darauf hinweisen, 90% sind über die österreichisch-bayerische Grenze gekommen und die Hauptlast zunächst einmal dieser Organisation, für die niemand in Deutschland einen Plan in der Schublade hatte, haben erstmal wir getragen. Aber es ist uns jetzt, denke ich, auch bewusst geworden, manchen war es vorher schon bewusst, aber ich sage es jetzt mal bewusst nicht irgendwie provozierend, ich sage ganz bewusst, es ist uns allen bewusst geworden, es ist eben nicht mit der Erstaufnahme und der Frage, wo die jetzt mal ein Dach über dem Kopf haben und wo sie zu essen und zu trinken bekommen, getan, sondern wir stehen jetzt vor dem Thema der Integration, dass es um Arbeitsplätze geht, dass es um Wohnungen geht, dass es um Plätze in den Schulen und Kindergärten geht und dergleichen. Und da muss man in der Tat sagen, wenn 1 Million in einem Jahr neu hierher kommen, dann heißt das, dass ich eine Stadt fast so groß wie Hamburg sozusagen in einem Jahr neu in die Landschaft stellen müsste, halb so groß, um die ganze Infrastruktur zu haben. Und das so führt fast so groß. Ja, ja, ich weiß. Also, wir wollen es aber nicht noch mehr machen, sondern es ist doch jetzt allen klar geworden. Und es hat ja auch der frühere Bundespräsident Joachim Gauck einmal sehr schön formuliert. Selbst wenn der Wille zu helfen noch größer wäre. Es sind irgendwo die Möglichkeiten begrenzt. Und deshalb müssen wir klar sagen, wenn wir nicht unser Land und auch unsere Gesellschaft überfordern wollen, dann müssen wir uns bewusst sein, ja, wir wollen weiter helfen, aber die Zahl muss deutlich weniger sein. So. Danke. Ich glaube, Ich würde gerne jetzt einmal das Wort an Frau Göring-Eckardt geben, weil die hält es schon kaum noch an ihrem Stehpult. Und man könnte ja auch sagen, bei der Frage, was soll sich nicht wiederholen, es sollen nicht mehr so viele Menschen ertrinken. Man könnte sagen, es sollen nicht mehr so viele kommen, wir sollen nicht mehr so das viele ist auch einlassen. Richtig. Frau Göring-Eckardt, Sie haben offensichtlich inneren Widerspruch auch, zu Herrn Herrmann. Bitte verleihen Sie dem nochmal Ausdruck. Also ich verstehe erst einmal gar nicht, dass Herr Herrmann nicht erstmal stolz wie Bolle rumläuft und sagt, wir haben das in Bayern geschafft. Doch, genau das habe ich gesagt. Sie haben das sogar richtig gut geschafft. Sie haben es geschafft mit sehr vielen Hauptamtlichen, mit sehr vielen Ehrenamtlichen, dass es gut funktioniert. Erstaunlicherweise könnte man ja vielleicht sagen, wenn Sie sagen, aber nochmal können wir das auf keinen Fall schaffen. In Bayern wahrscheinlich doch. Und deswegen finde ich, Sie sollten erstmal sagen, ich bin stolz auf mein Land, dass wir so viele Menschen aufgenommen haben. Zweiter Punkt. Wir sind gerade dabei, die alten Fehler der alten Bundesrepublik aus der Gastarbeitergeneration noch mal neu zu machen. Wir tun nämlich so, als ob die einen zurückgehen und die anderen gar nicht kommen werden. Und die Menschen, die hierher gekommen sind, die sind ja irgendwie nicht vom Himmel gefallen. Wir haben im Deutschen Bundestag alle 3 Monate etwa darüber diskutiert, dass wir Menschen haben, die auf der Flucht sind, dass welche nach Europa kommen werden, dass wir dafür sorgen müssen, dass Kapazitäten
bereitgestellt werden müssen. Alles das war klar. Und jetzt tun wir immer noch so, als wäre das irgendwie aus Versehen passiert. Ist es nicht. Jetzt bin ich sehr dafür, dass wir drei Dinge tun. Erstens, wir müssen dafür sorgen, dass weder weiterhin Menschen im Mittelmeer ertrinken, noch dass sie in der afrikanischen Wüste zugrunde gehen auf andere Art und Weise, nur dass da keine Kameras sind. Zweiter Punkt, wir müssen wissen, wer in Europa ist. Deswegen brauchen wir Registrierung. Und ich bin auch froh, dass das Urteil gestern deutlich gemacht hat, es muss auch eine Verteilung innerhalb Europas geben, so schwierig wie das ist. Ich persönlich würde jetzt nicht Herrn Orban, mit dem Ihr Ministerpräsident immer ein enges Verhältnis pflegt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Herr Orban ausgerechnet derjenige ist, der Flüchtlinge aufnehmen sollte bei den Zuständen, die da in Ungarn für die Flüchtlinge herrschen. Deswegen von mir aus machen wir es wie sonst in Europa, dann müssen halt die einen zahlen und die anderen es machen. Es gibt keine einfache Lösung dafür. Aber wenn wir selbst nicht etwas dafür tun, auch Fluchtursachen zu bekämpfen, sondern in autokratische Systeme Waffen und Fahrzeuge liefern, damit sie uns die Leute vom Leib halten, oder mit einem Staat wie Libyen darüber verhandeln, ob in Lagern, von denen der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland sagt, das sind KZ-ähnliche Zustände, man jetzt Leute vielleicht doch noch länger unterbringen könnte. Das ist für mich nicht akzeptabel. Das ist weder eine menschliche Flüchtlingspolitik noch eine realistische Flüchtlingspolitik. Deswegen erster Punkt, Fluchtursachen bekämpfen, das heißt aber nicht Flüchtlinge bekämpfen. Das heißt wirklich was dafür tun, dass man in Afrika bleiben kann. Da ist man bei der Klimaschutzfrage, weil es gibt genügend Leute, die einfach fliehen, weil ihr Land gar nicht mehr da ist. Dann ist man bei unserer Handelspolitik, unserer Agrarpolitik. Der ghanaische Bauer, der muss fliehen, weil er selber sein Hühnerfleisch nicht mehr verkaufen kann in seinem Land, weil er das tiefgefrorene, hochsubventionierte aus der EU kriegt. Da müssen wir auch mal vor der eigenen Türe kehren. Und das Dritte ist Integration von Tag 1 an. Das DIW, Herr Fratscher ist hier, hat ja gerade noch mal festgestellt, wie viele Menschen einen Hochschulabschluss haben, also einen weiterführenden Abschluss haben. Das sind sehr viele. Ja, du meine Güte, wenn uns Fachkräfte fehlen, dann sollten wir uns doch darüber freuen, dass dem so ist. Frau Göring-Eckardt, Sie haben lange gesprochen und Ihren Mitdiskutanten arbeitet es. Und mit Rücksicht auf die Zeit würde ich gerne auch noch einigen anderen die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern. Herr Scholz, fangen Sie doch vielleicht mal an. Ich will was zu der Frage sagen, die lautet, was soll sich nicht wiederholen? Nicht wiederholen soll sich, dass wir rechtlich und organisatorisch nicht darauf vorbereitet sind, ganz schnell die Registrierung, die Identifizierung vorzunehmen. Nicht wiederholen soll sich, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge so lange braucht mit seinen Entscheidungen. Das ist übrigens unverändert nicht gelöst. Es gibt zwar mittlerweile eine relativ zügige Entscheidungspraxis für diejenigen, die jetzt neu ankommen, aber für die Altfälle sind wir immer noch bei dem Stau, der nicht abgearbeitet ist. Da war uns mal vorhergesagt, das soll Ende letzten Jahres fertig sein. Jetzt wurde es der Sommer, jetzt ist es auch der Sommer nicht. Also da sieht man, da ist noch was zu tun. Und wenn wir von rhetorischen Gesten zu realer Politik kommen wollen, muss es ein auch finanziell unterstützter Ehrgeiz sein, dass die Entscheidungen des Bundesamtes für Migration systematisch unter 1 bis 2 Monate rutschen, weil dann kann man auch schnell sagen, wer kann hier bleiben und wer nicht. Sonst beschäftigen wir uns damit, dass Leute seit Jahren hier sind, weil das Verfahren so lange gedauert hat und alle dann menschliche Probleme haben. Drittens, wir müssen akzeptieren, dass unsere Grenzen die der EU sind. Und dafür müssen wir auch Verständnis haben und darüber nachdenken. Das haben wir nicht getan. Die Kanzlerin hat in einem Satz, in dem sie einen Fehler zugegeben hat, um den zuzugeben, sie nicht gebeten war. Also sie war nach was anderem gefragt worden, nämlich 2015, 2016, gesagt, wenn man die Zeit ganz lange zurückdrehen könnte, dann würde man manches anders machen. Da hatte sie recht, gemeint hat sie, das war ein Fehler, dass Deutschland und andere EU-Staaten, als sehr viele Flüchtlinge über die Meerenge von Gibraltar nach Spanien und Portugal kamen, auf die Frage, ob sie helfen wollen, Nein gesagt hat. Das war ein Fehler, dass Deutschland, als schon mal Malta, Italien und Griechenland von einer ersten Fluchtwelle über das Mittelmeer herausgefordert waren, auf die Frage, ob wir uns mitverantwortlich fühlen, Nein gesagt hat. Und deshalb durften wir uns einfach nicht wundern, dass als die vielen Flüchtlinge über die Balkanroute nach Deutschland vor allem kamen und wir gesagt haben, ist das auch euer Thema, die gesagt haben, nee, ist ja euer Problem. Das dürfen wir nicht wieder so machen. Drittens, ich finde, der französische Präsident Macron hat mit der Ernennung eines Botschafters, der sich für Flüchtlingsfragen verantwortlich fühlen soll, ein Thema angesprochen, das in der deutschen Debatte
noch nicht richtig angekommen ist. Die allermeisten Flüchtlinge sind nicht bei uns. Weder in Europa noch in Deutschland, sondern die sind in Kenia, die sind in Uganda, die sind in Pakistan, die sind im Iran, die sind in Jordanien, im Libanon, in der Türkei und noch vielen anderen Ländern. Erst dann kommen wir. Und was wir sicherstellen müssen ist, das muss eine Politik sein, die aus Deutschland und Europa heraus betrieben wird, dass wir wissen, wie die Bedingungen dort sind, dass wir entweder möglich machen, dass die in ihre Heimatländer, die meistens nebenan liegen, zurück können, oder wenn das nicht ist, eine Lebens- und Arbeitsperspektive außerhalb von Lagern in diesen Ländern haben. Und das heißt, wir müssen, und dafür ist Deutschland zu klein, um es alleine zu tun, eine Politik haben für die vielen Flüchtlinge, die in Pakistan sind, für die im Iran sind und sonstige, damit die dort bleiben und eine Perspektive haben. Und das muss Politik der Europäischen Union sein, damit wir nicht immer nur reden, was man alles tun müsste, sondern etwas Reales tun, was die Lage verändert. Jetzt nicken alle mit dem Kopf, außer Herrn Herrmann und... Nein, bei dem letzten Punkt bin ich mit Herrn Scholz völlig einer Meinung. Und das ist der ganz entscheidende Punkt, der wird nicht von heute auf morgen wirken. Aber wir müssen in der Tat zum Beispiel für Afrika wesentlich mehr tun und konkret tun. Nicht jetzt 5 Jahre lang einen Plan machen und in 10 Jahren mit der Verwirklichung beginnen. Da bin ich völlig einer Meinung, das muss jetzt sehr schnell geschehen. Ich glaube, dass unser Bundesentwicklungsminister Gerd Müller mit seiner Idee als Begriff mal einen Marshallplan für Afrika da ja schon ein klares Zeichen gesetzt hat. Und das muss unterlegt werden. Da muss die EU gemeinsam agieren, aber wir müssen in der Tat als Deutschland unseren eigenen Beitrag leisten. Wir müssen den Menschen in Afrika eine Zukunftsperspektive geben, damit sie sich gar nicht erst auf den Weg machen. Ich will in der Tat auch, Frau Göring-Eckardt, dass keiner im Mittelmeer ertrinkt. Und diese Probleme können wir aber nicht erst in Malta lösen, sondern die müssen wir in Afrika, in den Herkunftsländern lösen. Und aber das auch nicht muss, in Libyen. Das muss in der Tat, das muss unser Ansatzpunkt sein. Da müssen wir unmittelbar helfen. Aber wir müssen umgekehrt schon auch eben sehen, die Belastbarkeit für den, wir werden ja auch in Zukunft sicherlich auch jemanden in Deutschland aufnehmen. Aber da müssen wir drüber reden, was können wir leisten. Und auch wenn es in diesem Jahr unter 200.000 sein werden, die voraussichtlich nach Deutschland kommen, ist das mit Abstand der größte Beitrag, den Deutschland leistet, weit größer als jedes andere EU-Land. Von Frankreich und Spanien und Italien und sonst was gar nicht zu reden. Italien leitet den nämlich auch weiter. Wir leisten nach wie vor den größten Beitrag. Es ist schön, dass es dieses EuGH-Urteil jetzt gibt, aber an den faktischen Verhältnissen ändert sich bislang nichts. Und nebenbei will ich nur sagen, ich finde es immer toll, was nicht Sie, lieber Herr Scholz, aber was Ihr Kanzlerkandidat da an tollen Diskussionsbeiträgen leistet. Also auch als europäischer Parlamentspräsident. Das halten wir fest, Sie halten toll, was der Kanzlerkandidat der SPD anderen europäischen Ländern 0,0 bewegt. Es ist nach wie vor so, wir stehen zu unserem Beitrag. Aber der deutsche Beitrag zu diesem Thema ist zigmal größer als den, den die anderen europäischen Länder leisten. Das ist nach wie vor Fakt. Und ich sage deshalb, wir müssen uns daran orientieren, was können wir an Arbeitsplätzen darstellen, wie kann man die Menschen vernünftig integrieren, weil das ist das entscheidende Thema am Schluss, auch für die, in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wir können auf Dauer nur so viel aufnehmen, wie wir auch integrieren können, weil sonst sprengt das unsere Gesellschaft. Und dieser Probleme müssen wir uns auch bewusst sein. Ja. Das war ein gutes Stichwort, das Stichwort Integration. Wir wollen am Ende auch noch ein bisschen über die Konstellation reden. Darum müssen wir jetzt leider, um dafür noch die Zeit zu haben, hier langsam zum Schluss kommen. Ganz kurz zum Thema Integration. Es wird in dem Zusammenhang immer wieder über die Leitkultur gesprochen. Das treibt alle um, was das denn eigentlich sei. Und ich würde Ihnen gerne allen einmal mit der Bitte um eine wirklich kurze Antwort die Frage stellen, was ist für Sie typisch deutsch oder was ist deutsch? Ich glaube, es geht nicht darum, was typisch deutsch ist, aber es geht darum, dass wir Spielregeln haben, in unserem Land zusammenzuleben, dass wir Traditionen haben, in unserem Land zu leben und dass es klar ist, zunächst einmal, was verbindlich die Spielregeln in unserem Land sind, die gelten für jeden und es muss jedem, der auf Dauer in unserem Land bleiben will, klar gemacht werden, dass er oder sie sich auch an diese Spielregeln zu halten hat. Wir haben Thema Integration in Bayern jetzt über 2000 Schulklassen nur für Flüchtlingskinder eingerichtet. Wir sind auch in dem Punkt stärker aktiv, glaube ich, als die allermeisten anderen Bundesländer. Wir leisten einen Beitrag zur Integration von Flüchtlingskindern, die in unser Land bleiben. Wir wollen, dass sie in unsere Kultur integriert werden. Also Regeln sind deutsch. Frau Wagenknecht, was ist typisch deutsch für Sie? Also ob es typisch deutsch ist, weiß ich nicht, aber ich finde, sag mal, unsere Leitkultur ist das Grundgesetz und das sind die Werte, die im Grundgesetz verankert sind. Da möchte ich schon von jedem erwarten, dass er sie achtet. Ansonsten sind wir ein freies Land, wo man auch, sag mal, unterschiedlich leben kann. Dafür gibt es hat jeder seine Privatsphäre, das kann er dort gestalten, wie er will. Aber diese Werte, die verankert sind und natürlich das, was in Recht und Gesetz steht,
und selbstverständlich auch die Sprache, die in diesem Land gesprochen wird, das finde ich, das kann man schon von jedem erwarten, der dauerhaft in Deutschland bleiben will. Herr Kubikin. Ja, die Sprache ist typisch deutsch, jedenfalls in den meisten Gegenden unseres Landes. Es gibt Gegenden, in denen ich war, da habe ich auch nur die Hälfte verstanden. Ich rede jetzt nicht von Herrn Herrmann. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich mal rede wie bei mir zu Hause. In der Kölner Gegend kann ich sicher sagen, es ist für einen Norddeutschen extrem schwer mitzukommen. Deutsch als Zweitsprache sollte man da vielleicht einführen. Aber unabhängig davon, die Beachtung der Rechtsordnung ist für mich auch typisch deutsch. Wir leben in einem Rechtsstaat, der sich von allen anderen Rechtsstaaten, die es auch noch gibt, vor allem von den Unrechtsstaaten, fundamental unterscheidet in der Gewährleistung der individuellen Rechte. Und wenn die rechtsstaatliche Ordnung akzeptiert wird, ist mir egal, woher jemand kommt, wie er aussieht, welches Geschlecht er hat und was er will. Frau Kramkammer, die Sprache? Ergänzend zu dem, was jetzt schon gesagt worden ist, Sprache, Rechtsstaat, Grundgesetz, das kann man alles unterschreiben, ist für mich insbesondere typisch deutsch, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der sich jeder Einzelne frei entfalten kann. Und das gilt insbesondere auch für das Thema der Frauen, insbesondere für die Gleichberechtigung von Frauen. Es ist der offene Zugang zur Bildung, die Möglichkeit, seinen eigenen Partner selbst wählen zu können, sein Leben führen zu können, wie man will und das auch aushalten zu können, auch wenn man aus einer anderen Tradition kommt oder einen anderen Glauben hat, das zu akzeptieren, das ist für mich und gehört für mich unweigerlich zu Deutschland dazu. Also Regeln, Sprache, Toleranz. Herr Scholz, was legen Sie noch dazu? Wir sind jetzt ja im Lutherjahr. Und ich will für mich sagen, was mein Deutschsein ausmacht, ganz sicherlich die Bibelübersetzung Luthers, auch für alle, die katholischen Glaubens sind und ganz anderen Glaubens oder gar keinen haben oder hier zugewandert sind. Das prägt unsere Kultur sehr. Die Weltsicht, die damit auch vermittelt wird, ganz sicherlich auch ein ganz spezifischer Teil, der mit der Reformation und der Bibelübersetzung zum Allgemeingut aller Deutschen geworden ist, egal wo sie herkommen und wann sie hier aufgewachsen sind und ob sie andere Wurzeln haben. Die Veränderung einer ganz wichtigen kulturellen Konstante. Bis dahin ist eigentlich von den allermeisten die Vorstellung gewesen, dass Arbeit so etwas ist wie die Strafe für die Vertreibung aus dem Paradies, während wir seither Arbeit als sittliche Pflichterfüllung begreifen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns als Deutsche ausmacht und auch alle, die gerne hierher kommen und hier leben wollen, auch als typisch deutsch empfinden. Und dann gibt es bestimmte Dinge, die institutionell sind, von denen ich glaube, dass sie aber unsere Lebensform ausmachen. Die Marktwirtschaft, der Sozialstaat, der Bildungsstaat, der Rechtsstaat und die Demokratie. Die Demokratie als Lebensform ist auch etwas, das heute typisch deutsch ist. Frau Göring-Eckert, das müsste Ihnen gefallen, oder? Fällt mir sehr. Ja. Ja, die neue Bibelübersetzung und Martin Luther und die Reformatorinnen und die Reformatoren hat es ja nicht alleine gemacht, das gehört mit Sicherheit dazu. Das Grundgesetz ist die Grundlage für Zusammenleben in Deutschland, dass wir Gesetze einhalten, ist die Grundlage dafür, dass wir gut zusammenleben, dass wir offen sind, dass wir vielfältig sind. Aber das Tollste an Deutschland ist doch, dass wir uns verändern können, dass wir uns weiterentwickeln können. Also in den 50er Jahren in Westdeutschland galt die Ehe zwischen einer Katholikin und einem Protestanten als Mischehe und man hat da mit Argwohn drauf geguckt. Heute haben wir die Ehe für alle und wir sagen alle gemeinsam stolz drauf, das ist gut, dass wir das haben und dass wir sagen können, wir sind ein offenes, wir sind ein tolerantes Land, in dem sich jede und jeder frei entfalten kann. Und darauf, finde ich, können wir dann auch wirklich stolz sein. Hier können Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Kultur, unterschiedlichster Ideen gut zusammenleben, wenn wir es denn wollen. Und für mich als Ostdeutsche ist die Frage von Freiheit und von Demokratie wirklich konstituierend für dieses Land. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir sie haben und ich weiß, wir werden sie verteidigen müssen. Im nächsten Deutschen Bundestag kann es passieren, dass eine Partei sitzt, die Rassismus zum Programm macht, Hass und Hetze, das Auseinanderdriften der Gesellschaft will und alles dafür tut, dass das geschieht. Und deswegen werden wir, wenn wir typisch deutsch bleiben wollen, für die Freiheit, für die Demokratie und für den Zusammenhalt in der Gesellschaft noch ganz anders kämpfen müssen, als wir das im Moment tun. Die Ehe für alle. Die Ehe für alle, Frau Göring-Eckert, ist ein ganz schönes Stichwort, um über Regierungsbeziehungen, über Parteibeziehungen und Parteikonstellationen zu sprechen. Der Versuch der Überleitung in den letzten Teil unserer Diskussion, die Frage, wer mit wem und warum eigentlich nicht. Glaubt man den Umfragen, dann reicht es rein rechnerisch im Augenblick nur für zwei Konstellationen, die Fortführung der Großen Koalition oder
eine neue, noch nie dagewesene Dreierkonstellation, Schwarz-Gelb-Grün, die sogenannte Jamaika-Koalition. Herr Gubicki, Sie machen in Schleswig-Holstein seit ein paar Monaten Jamaika, haben aber in Interviews, unter anderem auch in der Zeit, immer wieder gesagt, niemals nie im Bund. Warum eigentlich nicht? Also ich bin kein Mensch, der niemals nie sagt, weil ich mir alles vorstellen kann. Als Anwalt ist man dazu geradezu verpflichtet, das zu tun. Nun haben wir in Schleswig-Holstein eine Sonderkonstellation, weil es zur Zeit der großen Koalition in Schleswig-Holstein eine gute Zusammenarbeit gab zwischen den Grünen und uns und weil die handelnden Personen sich kennen und eine Vertrauensbasis bereits vorhanden ist, die es auf Bundesebene nicht gibt. Also ich habe große Schwierigkeiten, mir vorzustellen, mit den handelnden Akteuren, die ich kennengelernt habe, von den Grünen auf Bundesebene gemeinsam eine politische Basis finden zu können, weil viele der Vorstellungen doch arg auseinandergehen. Vermögensteuer beispielsweise wäre mit uns gar nicht zu machen, andere Dinge mehr. Bei den Flüchtlingen wird die Illusion erweckt, alle können hier bleiben, obwohl die Genfer Flüchtlingskonvention feststellt, dass wenn der Krieg zu Ende ist, sie erwecken dauernd die Illusion, alle können hier bleiben. Und das können sie eben nicht, denn wenn die Kriegsverhandlungen zu Ende sind, so sieht das die Genfer Flüchtlingskonvention vor, müssen in aller Regel die Flüchtlinge zurück in ihr Heimatland und dort am Wiederaufbau mitwirken. Egal. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, bei denen wir Probleme hätten. Die Festlegung beispielsweise, was technologisch das Sinnvollste ist, das können wir gar nicht entscheiden. Deshalb sagen wir, wir müssen technologie- und wettbewerbsoffen sein. Bis vor einem Jahr kriegten sie Prämien vom Staat für den Ankauf von Dieselfahrzeugen. Jetzt sollen sie Prämien kriegen für den Ankauf von Elektrofahrzeugen, obwohl die Lithiumbatterien das schlimmste Umweltgift sind, was es überhaupt gibt. Also sie brauchen ein Grundvertrauen und sie brauchen ein politisches Programm über mehrere Jahre. Und da fehlt mir momentan die Fantasie, was nicht heißt, dass das nicht möglich sein wird. Ich habe ja in Schleswig-Holstein erlebt, wie flexibel auch Grüne reagieren können. Frau Kramp-Karrenbauer, Sie sind eigentlich die Pionierin, die Jamaika-Pionierin. Sie haben das als Erste gemacht in Deutschland, aber Sie haben es nicht lange gemacht. Sie regieren jetzt in der großen Koalition. Also das heißt, Sie können die beiden Konstellationen, die im Moment, Stand heute, nach den Umfragen möglich sind, vergleichen. Sehen Sie das auch so kritisch wie Herr Kubicki, dass Jamaika im Grunde gar nicht funktionieren würde? Und was würden Sie empfehlen? Was scheint Ihnen machbar? Also große Koalitionen machen dann Sinn, wenn sie sich wirklich auch an große Projekte heranwagen. Das war jetzt und ist bei uns im Land so gewesen, weil es auch um die Zukunftssicherung des Landes geht. Und wenn ich mir die nächste Legislaturperiode anschaue, steht ja einiges an Themen bevor. Wir haben über das Thema Rente, Rentenkommission und vieles andere gesprochen. Dreierkonstellationen sind machbar. Sie erfordern allerdings, dass, und das hat Herr Kubicki ja gesagt, dass erstmal jeder Partner für sich sehr stabil ist. Das war der Grund, weshalb das im Saarland nicht funktioniert hat und dass die persönlichen Achsen untereinander stimmen und dass es ein genügend Maß an Übereinstimmung gibt. Für die CDU ist klar, wir haben eine ganz klare Position. Wir werden nicht koalieren mit den Linken, wir werden nicht koalieren mit der AfD. Alles andere ist Sache des Wahlergebnisses. Das liegt sozusagen auch in der Hand der Wählerinnen und Wähler. Und dann muss mit allen anderen Parteien darüber gesprochen werden, mit wem, mit welchen Partnern man das beste Programm für Deutschland für die nächsten Jahre aufstellen kann. Und dort, wo man das beste Programm bekommt, dort muss man dann eine Koalition machen. Da gibt es vorher nichts auszuschließen, sondern das gebietet auch der Respekt vor dem Wähler, den Wahlabend abwarten, aber ganz klar sagen, mit wem man nicht zusammengeht. Und da sind wir als CDU sehr klar, Linke und AfD kommen für uns nicht in Frage. Alles andere ist Verhandlungssache. Ich würde gerne eine Frage an Frau Wagenknecht stellen. Es ist mal sehr viel gesprochen worden über ein rot-rot-grünes Bündnis. Sie waren da nie so eine Anhängerin davon oder haben das jedenfalls nicht erkennen lassen. Jetzt ist es so, dass es im Moment auch gar nicht mehr möglich wäre. Wenn man sich im Moment die Lage anguckt, dann scheint es so, als wäre in der Zeit, in der Sie sagen, das Land ist immer ungerechter geworden und das immer lauter gesagt haben, die Zustimmung für die Linke Politik, wenn man es auch etwas parteiübergreifend sieht, immer kleiner geworden. Was haben Sie denn da eigentlich falsch gemacht? Also zunächst mal, was unsere Zustimmung angeht, kann man das nicht sagen. Wir stehen zwischen 9 und 10%. Das sind jetzt keine schlechten Werte. Also das heißt, dass wir schon sehr stabil sind. Wer eingebrochen ist, ist leider die SPD. Und das hat natürlich damit zu tun, nicht, dass die Leute finden, soziale Gerechtigkeit ist kein Thema, sondern meines Erachtens hat das vor allem damit zu tun, dass man der SPD das nicht mehr glaubwürdig abnimmt. Ich meine, wir haben ja gesehen, als Martin Schulz nominiert wurde, gab es einen unglaublichen Umfragehype nach oben. Ja, das war doch die Sehnsucht, dass die SPD wieder sozusagen zu ihren Wurzeln zurückgeht, sozialdemokratische Politik macht. Und dann hat man eben gemerkt,
es findet nicht statt. Es wird genau der gleiche Kurs weitergemacht. Und ich meine, wo soll denn eine Wechselstimmung herkommen, wenn man wirklich die Unterschiede zwischen den zwei großen Parteien inzwischen mit der Lupe suchen muss? Also das Kanzlerduell, also ich finde, man sollte sich beim nächsten Mal, wenn das wieder so wird und nochmal große Koalition, wirklich überlegen, ob man das diesem Titel noch gibt. Also da war ja wirklich kein Unterschied. Also man war ja schon froh, dass die beiden sich nicht am Schluss umarmt haben. Also das ist doch wirklich kein Duell gewesen. Und das ist natürlich für eine Demokratie ein Problem, wenn gerade die großen Parteien, ich meine, wir können jetzt nicht einen Kanzlerkandidaten stellen, wenn also die wirklich ums Kanzleramt konkurrieren, wenn es da eigentlich nur noch einen gemeinsamen Politikentwurf gibt mit kleinen Nuancen, die sich unterscheiden. Ich finde das ein Problem. Deswegen wünsche ich mir nicht noch mal eine große Koalition, aber ich halte sie leider für die wahrscheinlichste Variante. Das Schöne ist ja, Frau Wagenknecht, dass die Nuancen jetzt am heutigen Tag in den letzten 60 Minuten, glaube ich, doch sehr deutlich geworden sind, die Nuancen zwischen den sechs. Ja, im Wahlkampf gibt man sich da manchmal. Herr Scholz, Ihre Partei tut sich schwer mit der großen Koalition, mit dem Gedanken, noch mal in eine große Koalition zu müssen oder zu dürfen oder zu sollen. Angenommen, es reicht nicht für die große Koalition. Ist dann die Zeit reif für einen Generationswechsel an der Spitze der SPD, zum Beispiel endlich mal für eine Frau? Martin Schulz wird ein großartiges Wahlergebnis erzielen und einen Auftrag für die Regierungsführung bekommen. Er verteidigt die 20% für die SPD, nicht? Das ist die perfekte Überleitung für die Schlussfrage. Zum Schluss möchten wir Ihnen allen noch mal eine Frage stellen. Sie haben Frau Göring-Eckardt noch gar nicht gefragt, was sie will. Sie kann das jetzt gleich zum Ausdruck bringen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Herr Herrmann, Sie haben die Gelegenheit, eine kurze Antwort zu geben auf die Frage, wann endet die Kanzlerschaft von Frau Merkel? Ich hoffe, dass Sie jetzt erst einmal wieder eine klare Mehrheit bekommen. Übrigens, was die CSU anbetrifft, die Menschen in Bayern haben jetzt über Jahrzehnte sehr positive Erfahrungen mit einer klaren Mehrheit für die Christlich-Soziale Union gemacht. Das hat im Bayernland offensichtlich gut getan. Leider ist die alleinige Mehrheit für CDU und CSU auf Bundesebene im Moment noch nicht erreicht. Aber ich denke, wir werden schon ein tolles Wahlergebnis bekommen. Und das bedeutet jetzt erstmal, dass Angela Merkel wiedergewählt wird. Und dann tritt sie für 4 Jahre an. Und alles Weitere werden wir dann in 4 Jahren also wieder sehen. Also 2021. Aber es gibt im Moment keinerlei Anlass, über derartige Dinge zu reden. Jetzt geht es um den 24. September. Ja, wir schaffen den Anlass. Frau Wagenknecht, wann endet die Kanzlerschaft von Frau Merkel? Ja gut, also solange die SPD so wenig Profil hat und sich immer wieder in große Koalitionen versteckt, muss ich sagen, da kann Frau Merkel auch in 30 Jahren noch, da braucht sie gar keinen Wahlkampf mehr machen. Also das wird sie immer wieder gewählt werden. Damit haben Sie den Applaus von Herrn Herrmann sicher. Wolfgang Kubicki, eine Jahreszahl. Wann endet die Kanzlerschaft, Angela Merkel? Die kann ich nicht benennen. Wir sind hier in der Kirche. Wenn ich das wüsste, könnte ich Lotto spielen. Aber ich teile die Auffassung von Frau Merkel. Das war kein Wunsch. Das war eine eher bittere Prognose. Man soll der Gnade Gottes bekanntlich keine unnötigen Grenzen setzen. Frau Kramp-Karrenbauer, wenn die Kanzlerschaft von Angela Merkel noch 30 Jahre dauern sollte, dann werden Sie nie Bundeskanzlerin. Sie gelten ja als die in Anführungszeichen Nachwuchshoffnung der CDU. Also wann endet die Kanzlerschaft, Angela Merkel? Also Stand heute endet die Kanzlerschaft auf jeden Fall nicht am 24. September 2017. Wenn man die Vorlagen sich anschaut und sollte sie wiedergewählt werden zur Kanzlerin, hat sie erklärt, dass sie die Legislaturperiode auch weiter gestalten wird. Und alles Weitere wird man dann am Ende der nächsten Legislaturperiode sehen. Herr Scholz, ich nehme an, Sie auditiert den 30 Jahren, können Sie nicht beipflichten. Wann endet die Sache? Ich glaube, an diesen Scherzen ist eine Sache wahr. Ein Wechsel im Kanzleramt findet statt durch den Erfolg eines Oppositionsführers bei der Bundestagswahl. Das wird die Union nicht selber bewältigen. Und Frau Merkel wird das Amt spannend genug finden, um es so lange zu machen, bis sie abgewählt wird. Aber sollte aus meiner Sicht in diesem Jahr der Fall sein. Frau Göring-Eckardt. Also das Schöne an der relativ langen Kanzlerschaft von Frau Merkel ist ja, dass junge Frauen und Mädchen sagen, sag mal, können eigentlich auch Männer Bundeskanzler werden in Deutschland. Das Schlechte ist, das sagst du jungen Frauen, ich weiß nicht. Also das Schlechte ist an der Kanzlerschaft von Frau Merkel, dass wir so lange aussitzen haben, so viel Stillstand haben, erst recht noch in der Großen Koalition. Und das ist meine größte Sorge, dass nochmal Große Koalition heißt, es geht so weiter. Also ich habe nicht nur gedacht, die umarmen sich jetzt gleich, ich dachte, die küssen sich bestimmt noch am Ende des sogenannten Duells, weil man nicht merken konnte, außer dass es irgendwie anstrengend für beide gewesen zu sein scheint,
dass man sich doch ziemlich gut versteht. Das haben wir auch im Deutschen Bundestag erlebt, diese Woche nochmal. Da haben irgendwie mehrere so getan, als ob man zwei verschiedene Parteien ist. Und am Schluss hat Herr Gabriel gesagt, wir haben es wirklich prima zusammen gemacht. Ich glaube, das tut dem Land nicht gut. Und deswegen möchte ich, dass die nächste Regierung, das wird eine Richtungsentscheidung sein, ich glaube, entweder zwischen der FDP oder zwischen der Regierung mit Grünen, dass ich eine Regierung mit Grünen bevorzuge, das werden Sie mir abnehmen und leidenschaftlich dafür kämpfe, dass Klimaschutz eine Rolle spielt, dass wir nicht nur die erste Generation sind, die es spürt, wir wollten der nächste Hurrikan ist auf dem Weg, sondern dass wir die letzte Generation sind, die da was daran ändern können und dass wir für Zusammenhalt in diesem Land sorgen. Dafür streite ich und dann schauen war, mit wem das zu machen ist und vermutlich werden auch Mädchen in 3 Jahren noch fragen, können eigentlich Männer in Deutschland Bundeskanzler werden? Also doch 2021. Das, meine Damen und Herren, war unsere Auftaktrunde Deutschland vor der Wahl. Bitte gehen Sie wählen, denn in Wahrheit ist natürlich noch gar nichts entschieden. Bis dahin aber bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und vor allem bedanken wir uns bei Joachim Herrmann, Sarah Wagenknecht, Wolfgang Kubicki, Annegret Kramp-Karrenbauer, Olaf Scholz und Katrin Göring-Eckardt. Thank you.